So, hallo euch allen. Willkommen zurück zu Madden NFL 19. Wir sind immer noch in den Madden Ultimate Team Heroes, switchen jetzt aber rüber in die Defense. Die Offense haben wir ja erfolgreich abgeschlossen. Und das erste Scrimmage, was wir zu erledigen haben, lautet Better Than Good Guys. Ein Ultimate Moment. Ja, da gehen wir doch schnell mal rein. Wir spielen diesmal jetzt als Black Knights. Also das hat sich jetzt komplett gedreht. Gegen die Sentinels mit den Spielern der Cincinnati Bengals. Ich das richtig sehe, geht's in den hohen Norden nach Buffalo. Ich bin mal sehr gespannt, wie gesagt, das erste Defense-Spiel. Bei den Scrimmages mache ich mir relativ wenig Sorgen. Die waren ja überschaubar. Interessant werden, glaube ich, in dem Defense-Bereich nachher die Battles werden. Weil da waren ja doch im Offense-Bereich ein paar mit dabei, wo es wirklich auf den letzten Drücker mit No-Huddle-Offense, mit Timeout nehmen gehen musste. Ich bin gespannt, ob das bei der Defense auch ähnlich sein wird. Erstmal der Vorspann. So, das sind meine Gegner. AJ Green, Effort und das sind meine Jungs. Plus dann die Ergänzung in der Defense, die seitens des Heroes Managements mit dazukommen. So, wir stellen unsere Defense einmal erstmal ein und schauen uns die Konstellation an. Also, wir führen mit 7 Punkten. Mein Gegner hat den Ball an der eigenen 26-Yard-Linie. Wir sind im vierten Versuch, noch 1,40 zu gehen und die Sentinels haben noch 3 Auszeiten. Nach einer schaffbaren Aufgabe aus, würde ich mal sagen. Also wir müssen das Spiel gewinnen. Dritter und sechs sehe ich gerade ja auch noch mit dazu. Da müssen sie aber echt einen raushauen. Andy Dalton als Quarterback. Interception, ja wunderbar. Ryan Shazier ist jetzt nicht unbedingt der schnellste Läufer. Aber er hat die Interception gemacht. Und da kommt es drauf an. So, dann laufen wir das mal in aller Ruhe nach Hause. Ja, Halfback-Stretch über die Außen. Genau mein Ding, würde ich mal sagen. So, da machen sie aber alles zu. Laufen wir einfach über die linke Seite. Da haben wir einen Blocker. Ezekiel Elliott. In der Endzone. Touchdown Black Knights. Also das Trikot der Knights finde ich wirklich schön. Dieses Rot-Schwarz, das hat mir schon damals beim ersten Aufeinandertreffen, wo sie meine Gegner waren, gut gefallen. So. Dann geben wir den Ball gleich mal wieder zurück. Kickoff. In der 4-Yard-Linie starten die Sentinels mit dem Return und kommen bis zur 29. Tyler Boyd mit dem Return. Ja, Cover 3 hat ja eben gut funktioniert, würde ich sagen. Dann nehmen wir die doch mal wieder. Andy Dalton steht gleich hinterm Center. Ich werde also versuchen, mit meinem Anti Marcus Lawrence gleich Druck zu machen. Das gelingt auch, aber er kriegt den Pass trotzdem angebracht. Shazier war auch schon wieder involviert in dieses Play. Wir gehen in eine Cover 9. No Huddle Offense. Jetzt der Sentinels. Logisch, bei dem Spielstand, bei dem Rückstand. Schneller, da überworfen. Er hatte eigentlich genug Zeit. Also da war noch nicht so, dass dort einer meiner Pass Rusher an ihm dran gewesen wäre. Er spielt viel über die Außen. Dann nehmen wir doch jetzt mal im dritten und vier eine Tampa 2 Defense. So, wir versuchen wieder Druck auf den Quarterback auszuüben. Was überhaupt nicht gelungen ist. Schneller Pass. Completion über die Mitte. Auch da ist die Temperatur halt echt sehr
angreifbar. Ich gehe in eine Cover 3, damit wir mich noch nicht nochmal hier über die Mitte so überrascht, ich da so belangt bin. Schneller Pass. Jetzt spielt dort noch einmal wie ein junger Gott, nachdem er beim ersten Wurf eben die Interception produziert hatte. Zweiter und zwei jetzt schon über die Mittellinie, sind an meiner 43. Wieder vollständiger Pass. Boah, schön im Tackle widerstanden. Und Auszeit Sentinels. So, wir gehen in eine Cover 4. Und jetzt sollen sie das First Down ruhig machen. Ich will halt nur jetzt nicht den langen Pass, also den Touchdown-Pass zulassen. Deswegen wechsle ich rüber in eine Cover 4. Druck auf Dalton. Sack durch die Marcus Lawrence. Nächstes Timeout. Naja, also die Cover 4 hat ihm halt überhaupt nicht geschmeckt. 2011. Noch 26 Sekunden auf der Uhr. Completion, schöner Open Field Tackle von Sean Lee. Weiterhin Cover 4, dritter und 4. Wieder Druck auf Lawrence. Da war der Touchdown, da sah mein Verteidiger. Der Spielzug ist vorbei. Nicht gut aus. Da sah er wirklich nicht gut aus. Das war auch nicht mein Verteidiger, das war einer der Verteidiger des Heroes Team. Er hat da wirklich schlecht. Ganz schlecht verteidigt. ...14 zu 21. Wir haben nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Jetzt wird mit Sicherheit richtig, da ist er schon, der Onside-Kick versucht werden. Wir haben den Ball, wir werfen uns gleich mal auf den Boden, dass da gar nichts passieren kann. So, wir laufen eine Auszeit. Haben die Sentinels noch? Die werden sie mit Sicherheit jetzt gleich dann nehmen. So, Elliot durch die Mitte. Timeout. So, dürfte jetzt gleich der letzte Spielzug in diesem Spiel kommen. Wir laufen mal über die Außen. Aber wir nehmen die linke Seite, weniger Verteidiger, mehr Platz. So, Ezekiel Elliott. Hier mit dem Spin-Move, der eigene Verteidiger läuft mir ein bisschen in mein Lauf. Und ja, wir haben das Spiel gewonnen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.